Einweggeschirr ist aus ökologischer Sicht eine Katastrophe. Allein durch die To-Go-Becher entstehen jedes Jahr 40.000 Tonnen Müll in Deutschland. Und die Corona-Pandemie hat den Abfallberg weiter wachsen lassen. Dieser Ressourcen- und Energieverschwendung schaut die Stadt Singen nicht länger tatenlos zu. In kurzer Zeit etablierte die Kommune ein Mehrwegsystem. Allerdings erst im zweiten Anlauf. Ein erster Versuch scheiterte 2018. Dieses Mal hatten wir Rückenwind durch die Novelle des Verpackungsgesetzes. Und unsere Bürgerinnen und Bürger sind inzwischen auch sensibler geworden. Noch wichtiger war aber, dass unser neuer Ansatz die ganze Stadt umfasst. Wir haben die Gastronomen stärker einbezogen und mit Fördergeldern unterstützt. Erst zuhören, dann entscheiden, war die neue Devise. Die Klimaschutzmanagerin der Stadt hat dazu eine Vorauswahl an Mehrwegsystemen getroffen und sie anschließend den Gastronomen vorgestellt. Gemeinsam bewertete man Größen, Formen, Farben und Materialien. Kriterien waren auch der Preis sowie die Zahl der maximal möglichen Wiederverwendungen. Dazu kam ein Praxistest um die Verschlussdichte, die Aufheizung des Materials und die Spülmaschinentauglichkeit zu prüfen. Das Votum der Gastronomiebetriebe war eindeutig. Für ein Mehrwegsystem mit geringem Pfandpreis und vielen Einsatzmöglichkeiten für die Becher und Schalen. Die Gastronomiebetriebe haben nun mit dem Mehrwegsystemanbieter bilaterale Verträge abgeschlossen, die uns als Stadt vorgelegt werden und die wir jetzt in der Folge bezuschussen. In der Vergangenheit hatten gerade einmal 2 Gastronomen Pfandsysteme angeboten. Inzwischen hat sich die Zahl in Singen verzehnfacht. Das Angebot ist für alle überzeugend. Das Pfand liegt zwischen 1 und 4 Euro. Und vor allem, die Kunden können die Verpackungen an vielen Orten der Stadt zurückgeben oder neu befüllen lassen. 2023 wird durch das neue Verpackungsgesetz für einige Betriebe ein Mehrwegangebot zur Pflicht. Dem Wildwuchs an verschiedenen Systemen, mit denen dann vielerorts zu rechnen ist, hat Singen erfolgreich vorgebeugt. Ein weiterer Service für die Gastronomen: die Klimaschutzmanagerin der Stadt fungiert als Mehrwegkoordinatorin. Sie bündelt die Bestellungen, verteilt sie per Lastenrad und macht das Angebot bekannt. In die Zukunft gedacht ist Mehrweg für mich als Unternehmerin wirtschaftlicher als Einweg und es schont die Umwelt. Wir machen mit, weil es ein stadtweites System ist und die Stadt es auch noch bewirbt. Singen hat eine kompakte Innenstadt. Es gibt viele Gastronomiebetriebe auf engem Raum. Das hat die Einführung eines einheitlichen Mehrwegpfandsystems sicher vereinfacht. Doch erst die kommunale finanzielle Unterstützung und Kommunikation brachten den Erfolg. Singen, die Stadt am Hohentwiel, kann damit auch für andere Kommunen ein Vorbild sein.